Und weiter geht es mit einer süchtig machenden Folge von Card in Fahrt. Ich meine natürlich den Card Shop Simulator. Und was macht Johnny schon wieder hier? Schicke Füße. Ja, die beiden müssen auf jeden Fall was einräumen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt. Wir haben nämlich, wie ihr oben seht, einen ganz anderen Tag und 10.000. Ich habe mal ein paar Tage gespielt, einfach damit wir ein bisschen was Schönes kaufen können. Und wir haben auch ein paar geile Karten, sogar 2400, 1500, aber hier 300 und so. Ich habe aber gedacht, wir verkaufen ab jetzt wirklich nur noch Karten, die doppelt sind, damit wir die alle in unserer Sammlung haben. Tut ein bisschen weh, ich würde ganz gerne die für über 2000 so reinmachen, aber so ist es nun mal. Ich würde sagen, es steht eh alles. Wir können direkt mal anfangen, unsere Sucht zu befriedigen, indem wir was öffnen und gleich kaufen wir ein bisschen neue Ware ein. Das wär's doch, oder? Weil wir kriegen auch gleich die neuen Karten. Die neuen Packs. Ab 30 können wir die freischalten. Die würde halt so deutlich mehr Geld machen. Ich zeige euch gleich auch noch was. Ich habe ganz besondere Karten gefangen. Bekommen, geöffnet. Total vergessen, euch zu zeigen. Uno momento. Por favor. Ja, ein paar 12. Ja, da, okay, das ist schon mal gut. Fängt schon mal gut an. Ich will mal eine, so eine 100er doppelt haben oder so. Auf jeden Fall, wenn wir hier reinschauen, dann können wir jetzt auch in Geister reingehen. Und Geister haben wir jetzt drei Karten. Wir haben drei Geisterkarten. Das 500, 400, circa 340. Und die sehen schon ultra geil aus. Oder was meint ihr? Die sehen schon ziemlich sexy aus. Muss ich schon sagen. Naja, wegpacken. Ups, falsch. Also, wir öffnen noch mal ein paar Packs. Einfach, weil wir bald unser nächstes Level haben und dann schauen wir, wie wir das. Oh, schön. Aber die können wir leider nicht verkaufen. Das tut weh. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Lieber alle sammeln und nur die doppelten verkaufen. Oder auch die teuren. Ich will die aber irgendwie behalten mittlerweile. Mittlerweile will ich die. Ah, cool. Oh, warte mal, die haben wir doppelt. Nice. Das heißt, die können wir auf jeden Fall schon mal verscherbeln. Wir öffnen auch ein paar andere Packungen gleich. Keine Sorge. Warte mal, wo ist sie denn? Da. Alles klar. Das ist auch schon mal was. Auch hier eine 95. Ja, doch ein paar gute haben wir schon mal doppelt. Kann man doch mitarbeiten, oder? Hier, eine fehlt noch. Was haben wir denn doppelt? Hier, dreifach sogar. Alles klar, die hier haben wir. So. Welche war das noch? Die hier, glaube ich, oder? Was ist hier mit 400? Die machen wir dreifach, ja. Wurde schon direkt weggegrabt, ne? Na gut. So, die sind alle fleißig am Spielen. Alter, ich brauche Nachschub. Ich brauche nochmal Nachschub. Und ich brauche Level 30. Dann werden wir auf jeden Fall neue Ware holen. Weiter ausbauen werde ich erstmal nicht. Wir haben jetzt in den letzten Folgen auf jeden Fall einiges vergrößert. Vielleicht werde ich drüben noch einmal vergrößern und dann noch ein Lagerregal dazu packen oder so. Mal schauen. Das würde Sinn machen. Aber hier würde ich erstmal so lassen. Wir müssen auf jeden Fall hier auch komplett umbauen. Einmal Schicksal. Auch wenn das meistens Müll ist, aber vielleicht bekommen wir auch die eine oder andere Karte neu. Ja, sehr gut. Genau das wollte ich bewirken. Deswegen müssen wir die anderen Packs auch ab und zu mal öffnen. Ja. 61, aber die ist bestimmt neu. Ja, schade. Aber sieht sehr cool aus.
Muss man schon sagen. Ich muss ja ganz kurz schauen. Bei Schicksal haben wir da irgendwas Wertvolles doppelt. Sieht nicht danach aus. Nee, aber die sehen sehr geil aus. 7, nee. So, stelle ich nicht rein. Dann machen wir hier weiter. Erste Seite, zweite. Hier ist nichts doppelt. Ab hier aber wieder. Nix paar 30er, das ist schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Können wir die alle schon mal draufhauen? Ja. Es geht so schnell mit den Karten. Haben wir hier irgendwas doppelt? Meine Augen. Nee. Hier auch. Doch, ab hier wieder. Alles klar. Komm, das eine Level. Wir brauchen es noch. Wir öffnen jetzt nochmal einmal von allen Farben. Dann machen wir wieder weiter nur mit Rot. Obwohl, nee, Quatsch. Gleich gibt es ja die neuen. Gleich gibt es ja die neuen Karten. Oh. Leider kann ich die nicht verkaufen. Das ist immer sehr schade. Naja, was soll man tun? Da machst du nichts. Aber wir haben mittlerweile wieder 30.000, ne? Überleg mal. Wir können auf jeden Fall gleich schön was freischalten. Wir müssen ja auch. Wir können ja noch was freischalten, ne? Warte mal, ich mache jetzt erstmal alle Farben einmal auf. Dann könnten wir vielleicht nochmal irgendwie Matten freischalten. Neue Figuren wäre auch ganz cool. Und die neuen Packs halt, ne? Neue Packs wären exquisit. Oh, eine 22er immerhin. Okay. Das Level haben wir gleich. Noch immer blau. Da wird jetzt wahrscheinlich eh noch Schrott sein. Wird sich wahrscheinlich nichts lohnen. Nö. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ja. Die blauen. Aber so haben wir die auch nochmal geöffnet. Gut, wir haben das Level. Karten auffüllen machen wir erstmal ganz kurz. Okay. Eine zu viel. So, also freischalten. Bestellungen runter. Yes, sir. 4500. Machen wir direkt mal. Boom. Direkt mal ausrasten. Huren. Ja, eigentlich bräuchten wir von denen auch allen, ne? Aber wir sind ja schon hier. 5000. Ja, komm. Ja, damit. Zwei Stück sind da nur drin. Ich hole mal vier. Keine Ahnung. Und da wollte ich noch irgendwie nochmal Matten, ne? Matten. Was sind 2000? Ja, was soll's, wir holen die einfach. Und da sind wir wieder pleite. Also, der Chefe muss mal hier. Oh, warte mal. Okay, die passen auch nur so drauf. Ich pack den hier erstmal, obwohl wir haben ja noch einen. Hätte ich ihn zur Seite gepackt. Preisschild einmal drauf. Zack. Dann muss ich hier auf jeden Fall größer machen. Noch so ein großes Regal reinballern. Die Schweine. Ich würde das ganz gerne nochmal komplett umsortieren. Das werde ich aber beim Tageswechsel machen wahrscheinlich. Der kann ja einfach da rein. So.
Alright. Erstmal den Kram zur Seite. So, die neuen Poster. Poster, Matten meine ich. Ich habe ein bisschen zu viel geholt, ne? Cool. Ist in Ordnung. Dann machen wir erstmal so eine Zweierreihe, damit es erstmal voll ist. Zack. Die Schweine nicht. Die hier, oh ja. Die müssen wir auf jeden Fall... Da müssen wir überlegen, wie wir das machen. Warte mal, habe ich nicht vier? Ach so, ich wollte schon sagen. Die Schweine. Das Ding ist, wenn zwei Stück verkauft werden, dann sind die ultra schnell weg. Wir werden die erstmal hier zur Seite packen. Der Chef regelt das dann. Ich muss sie einmal komplett umräumen. Und vor allem auch hier. Ich nehme vielleicht einmal episch raus. Erstmal. Ah, das ist eigentlich das so cool, finde ich das so cool, wenn das so doppelt ist, ne? Vielleicht werden wir das irgendwann komplett ändern, dass wir pro Fach nur noch eins. Warte mal, was, wie viel gibt es denn noch? Zwei Stück noch. Ja, gut. Machen wir das jetzt? Haben wir noch irgendwo ein freies? Warte mal, ich muss erstmal abchecken. Hier wäre noch komplett frei. Könnten wir noch irgendwas hinballern, was da irgendwie hinpassen würde? Ups. Ach, warte mal. Ist hier beides grün. Hier ist es gemerkt. So, das werde ich beim Tageswechsel machen. Schweine. Aber hier sieht es okay aus. Die kommen jetzt auch erstmal weg. Ich kann ja aber schon mal ein paar Packs öffnen, ne? Ich meine, gibt es die halt am nächsten Tag. Stört ja keinen. Oh ja, viele neue Karten. Scheinen auch nicht so heftig zu sein. Das sind wahrscheinlich so wie die Orangenen von den normalen, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, eine Elfer. Ja, gut, aber ich werde die eh nicht verkaufen können. Weil ich erstmal das sammeln muss. Das heißt, ich werde jetzt erstmal rot öffnen und die. Und dann muss ich jetzt erstmal hier schauen, dass ich hier irgendwie wieder... vernünftigen Nachschub. Nein. Das wollte ich gar nicht machen. Vernünftigen Nachschub hab. Ne, so. Perfekt. Eigentlich sieht alles soweit ganz gut aus, ne? Ah, gut, meine Mitarbeiter sind weg. Das heißt, ich kann hier dann umräumen. Aber wie machen wir das? Wir machen erstmal eine blaue raus. Obwohl, warte mal. Dann machen wir das nämlich erstmal so. Alright. So gefällt mir das.
Dann müssen die einmal komplett. Obwohl, warte mal, haben wir da auch noch? Ne, da haben wir sogar noch Platz. Machen wir das erstmal so. Dann hauen wir die hier nach unten. Wenn wir es so in diesem Stil machen. Sehr schön. Ist eigentlich noch. Ach so, da haben wir auch noch ein Paket. Alright, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Klar, wäre es cooler, wenn die ganz oben wären, aber so passt auch. Die sind da sogar noch am Zocken. Karten stehen aus. Furzspray, warte mal, wie sieht es hier aus? Furzspray. Entfurzungsmaschine ist ready. Die sieht eigentlich auch noch alles ganz gut aus, ne? Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier auch umstellen. Aber wie machen wir das jetzt am besten? Eine Reihe Schweine. Da bräuchten wir aber auch die anderen Schweine dann. Ah, das wird ein bisschen komplizierter. Was habe ich denn da noch für eine Schachtel? So, das sind die Schweine, ja klar. Ledermaus habe ich doch noch auch noch irgendwo. Ups. Kommt da hin. Dann doch nicht mehr. Wie machen wir das am besten? So, vielleicht raus. Ups. Den hier. Warte mal, Spitzkopf Larry. Alles klar. Ach, was mache ich da? Brauche neue Regale. Ist Feierabend? Ja, komm, wir machen zu. Wir machen erstmal zu. Und wir haben sogar ordentlich Geld gemacht. Ah, jetzt werden die mich aber stören beim Umräumen, ne? Warte mal. Erstmal weg hier. Hauen wir die jetzt einfach dahin. Ich weiß, mit dem Karton wäre es wahrscheinlich schneller, aber. Mann, was hat er da getan? Ich bring dich um. Ich könnte dich umbringen. So, dann hauen wir die erstmal dorthin. Ey, Mann, Junge. Okay. Das heißt, die Spitzkopf Larrys. Na, jetzt hier alles. Komplett Katastrophe. Dafür müssen wir auf jeden Fall auch noch Platz finden im Regal. Aber ich würde sagen, so können wir es erstmal lassen. Spitzkopf Larrys, warte mal. So, was soll's. Die muss ich auch loswerden. Preise anpassen. Habe ich Preise? Ah, warte mal, genau hier. Machen anscheinend ganz gut Geld. Die machen am besten sogar, ne? Kann es sein? Die anderen Preise kann ich, glaube ich, erstmal so lassen. Ich glaube, darauf kommt es jetzt nicht an. Okay, sieht doch soweit noch ganz ordentlich aus. Karten stehen. Wurzspray ist in der Ecke. Dann bediene ich mich mal. Dann öffne ich mal den ganzen Karton von den neuen. Wo wir erstmal wahrscheinlich nichts verkaufen können. Und nach denen öffnen wir nochmal rote. Dann muss ich mal gleich gucken, weil ich muss gucken, bis wann ich die Miete zahlen muss und so. Aber wir haben jetzt schon mal zwei neue Artikel. Ne, drei sogar. Stimmt, mit den Karten.
Drei neue Artikel ist ja schon mal ganz ordentlich. Und ich sehe oben die epischen Boxen fehlen. Da muss ich dann doch nochmal nachbestellen. Ja. Komm, könnt ihr euch drum kümmern? Ich muss hier erstmal öffnen. Ja, coole Karten, aber wird erstmal nichts, ne? So ist nun mal das Leben. Ach ja, das Öffnen von Karten. Meine Lieblingsbeschäftigung, mein neues Lieblingshobby. Da bekommt man echt Bock drauf, selber irgendwie Packs zu öffnen, ne? Findet ihr nicht? Irgendwie schon. Einfach mal so 100 Packs kaufen, bam, und 100 Packungen öffnen. Eieiei. Ich glaube, das sollte ich lieber lassen. Oder doch nicht? Und dann Video daraus machen? Eigentlich klingt das schon verführerisch, muss ich schon gestehen. Klingt schon ziemlich nice. So, dann öffnen wir es gleich die letzte Hand. Dann schauen wir noch mal im Laden rum, was wir brauchen. Und dann gucken wir, was... Achso, nee, das war die letzte Hand. Schauen wir mal, was eine Erweiterung hier kommt. Ach, der hat die einfach umgeworfen. Die sind ultra schnell leer, ne? Ja, super, das habe ich ja gut hinbekommen. Die gehen ultra schnell leer, die Regale. Wir brauchen auch hier Platz für die neuen Karten. Warte mal, wir können das hier rauswerfen. Dann ballern wir lieber die hier rein. Macht mehr Sinn für mich. Die müssen wir auf jeden Fall loswerden. Das wird doch keiner kaufen, oder? Okay. So. Da oben brauchen wir auch noch was. Oh, warte mal, die roten da. Zarata zugeschlagen. Wir brauchen einmal rot. Und auch noch mal episch. Obwohl, da fehlt nur eine, aber egal. Und den hier bräuchte ich vielleicht auch noch mal, ne? Eine Bulkbox. Die können wir easy auffüllen. Die kauft eh kaum keiner, obwohl ich die irgendwie 60% im Sale habe. Auf hier keiner Bock. Kann ich auch irgendwie verstehen. Okay, sieht doch erstmal ganz gut aus. Die Figuren müssen wir dann auch noch rüber. Ich will die dann irgendwie nach der Reihe, nach Entwicklungsstufe, also eigentlich 1, 2, 3. Sehen, hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal umtauschen. Fledermaus nach oben, neue Fledermaus holen. Ah, das wird stressig. Ladenerweiterung. B. Ach so, das ist ja noch voll günstig. Wir brauchen nur das Level. Aha. Dann pack ich das erstmal zur Seite. Weil dann machen wir Folgendes. Nicht ganz. Wir machen das so. Mit den Karten, das werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann oben ändern. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal... Können wir sogar zwei holen? Wir testen erstmal eins. Wenn wir die so nebeneinander hauen, dann würden auch zwei noch passen, ne? Aber so halt nicht. Ist ja eigentlich egal, oder? Wir können ja einfach hier so ein... auch so eine Art Lager noch draus machen. Ja, machen wir. Dann habe ich endlich nicht mehr die Kopfschmerzen mit dem ganzen Zeugs. Ist so eine Lücke da? Nee.
Nee, wir machen das einfach direkt nebeneinander, oder? So, auch rein mit dem Kram. Blöd ist, dass die echt von beiden Seiten immer dasselbe sein müssen. Das nervt immer ein bisschen. So, hauen wir einfach den Kram rein. Das hauen wir trotzdem nach oben. Ach, guck mal, wir hatten noch rote. Können wir so machen, stimmt. Alright, was haben wir hier? Sterne haben wir auch noch da. Wir werden das dann vielleicht sortieren. Super. Deckboxen mit dem Kram hier hin. Da haben wir noch mehr von denen. Ledermaus noch. Nee, das wollte ich nicht. Oh, nee, ja. Passen hier rein. Mann. Oh, nee, die bleiben oben. Die bleiben auf jeden Fall oben. Dann sieht es auch schon mal besser aus. Und dann können wir nach und nach die Lager füllen. Was haben wir denn hier? Die Würfel. Ich würde sagen, die passen auch ganz gut hier rein. Das ist leer. Wein. Okay. Sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Die passen dann schön hier rein. Nein. Ach, so. Alright. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Dinger nochmal. Sind die hier? Was war das noch? Orange. Okay, können wir einen erstmal lassen. Nochmal rot, ne? Alter, die. Ah, ne. Die habe ich schon drin. Okay, gut. Karten müssen wir gleich nachfüllen. Licht einmal. Zack. Blaue Würfel. Blaue und weiße Würfel vielleicht nochmal. Was mache ich da? Blau und weiß und bestellen. Mitarbeiter bezahlen, Miete, ja, komm, alles. Dann haben wir noch 300, geil. Ja, sind wieder pleite. So schnell geht's. Können die gleich selber machen? Ist ja schön. Nein, das wollte Ache ja. Dann da macht. Okay. Müssen wir jetzt nur gucken mit den Figuren, dass wenn die leer sind, dass wir das alles ein bisschen umordnen. Mit den Schweinen vor allem. Aha. Und Packs öffnen, ne? Und Karten. Oh nein. Wir müssen unbedingt Karten aufstellen. Und ich muss erstmal ein paar rote öffnen. Ein paar rote Packungen. Da die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir höher ist, dass wir was doppelt ziehen, was sehr geil ist. Oh, 9. Den haben wir sehr viel. Komm, ich will nicht drum rumlaufen. Das stimmt aber, ne? Was ist sie denn hier? Jetzt muss ich doch rumlaufen. Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir doch ein kleines Problem. Wo packen wir denn die hin? Da würde ich eigentlich ganz gerne nur Stofftiere haben. Guck mal, hier ist er frei. Ballern wir die jetzt mal da an. Ach, guck mal, die, warte mal. Ja, läuft doch schon mal ganz gut. Das mit dem Lager, das lassen wir definitiv so. Das gefällt mir. Hier gefällt mir noch nicht. 100%, aber
spielt es keine Rolle. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir geile Karten wieder im Shop haben. Aber ganz schnell. Komm. Nee, will der nicht? Ich glaube nicht, ne. Ja, aber das ist bestimmt nicht doppelt, ne? Ja, schade. Schade, schade, schade. Müssen wir auch schauen für ein neues Turnier. Warte mal. Neues Spiel-Event. Ich bräuchte noch 258 Karten. Ey, wer hat das reingeschafft? Das gibt's auch nicht. Okay. Weiter öffnen. Sucht muss befriedigt werden. Ich brauche geile Karten. Komm schon. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Wir haben zwar viel coolen neuen Kram, aber irgendwie kriegen wir nichts Geiles. Das ist das riesige Problem. Die ist aber bestimmt nicht doppelt. Oh ja, doch, die ist doppelt geil. Das ist gut. Komm, noch einmal. Alle guten Dinge sind drei. Nee. Ja, schön und gut. Für den Notfall. Nee, das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht das, was ich haben möchte. Ja. Das, sowas will ich haben, aber die ist halt nicht doppelt. Ich glaube, die. Ja, eine 45er doppelt. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Okay, die sind immer noch hier im Laden. Okay, erste Seite brauche ich gar nicht schauen. Hier auch nicht. Oh, die finde ich sehr geil, ne? Diese, wie nennt man das? Full Art, glaube ich, ne? Die finde ich sehr nice. Die gefallen mir mit am besten sogar. Wenn nicht sogar am besten. Die dann noch raus. Hier haben wir nichts Double. Hier auch nicht. Den können wir noch rausnehmen. Dann ist eigentlich auch schon Ladenschluss, ne? Achso, na gut. Die könnten noch was. Oh, warum spielen die nicht zusammen? Genau wie der. Ach, ist so dumm. Egal. Können wir nochmal. Zack. Jetzt so ein komisches Ding gekauft, ne? Beziehungsweise er kauft es gleich. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus, ganz clean. Hier müsste ich nur halt umstellen, wie ich das halt gerne haben möchte. Ihr wisst ja. Können wir mal ganz kurz machen, solange sie noch kassiert. Nein, nein, einfach hinwerfen. Na super, das, ja. Okay, rein damit. Da brauche ich jetzt eigentlich die zweite Entwicklung. Eigentlich bräuchte ich die da drin. Und da dann Fledermaussterne. Warte mal, die mache ich mal eben so. Ist mir jetzt egal. Warte mal, die Schwachen von oben und dann nach unten die Guten, oder? Das macht mehr Sinn. Nee, das habe ich jetzt
wieder verhauen. Ich weiß nicht, warum ich das so mache. Egal. Jetzt haben wir es eh schon. Genau so meine ich das. Dann kommen die Spitzköpfe weg. Habe ich die überhaupt noch? Könnte ich die eigentlich einpacken? Nee, aber ach, warte mal hier. Gut. Ach nee, warte mal. Spitzköpfe. Das machen wir noch eben ganz kurz. Das war jetzt wieder schlau. Habe ich noch einen leeren Karton? Nö. Ja. Obwohl, die Reihe kann man ja so lassen. Komm, dann machen wir einfach so. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Packen wir hier auch was anderes hin. Alright. Tag ist fertig, Tag abschließen. Ja, war doch nochmal ordentlich Geld, 7000. Haben Miete und alles bezahlt. Und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bewerten. Und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ich will nochmal ganz kurz noch schauen. Ich glaube, wir können neue Regale... Ja, die hier, die will ich auf jeden Fall haben. 3000, Alter. Gut, obwohl es nur so Plastikdinger sind, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge wieder.